Musik bedeutet für mich Freude haben, eine Gaudi haben, manchmal aber auch Gnausi. Man kann Power rauslassen, man kann Signale setzen. Musik kann beruhigen, Musik kann erhebend sein. Musik drückt unglaublich viel aus für mich, was Worte einfach schwer ausdrücken können. Und Musik begleitet mich einfach schon mein ganzes Leben. Ich bin mit dem aufgewachsen, ich habe den Uropa, den Opa, den Papa, die Schwester. Und ich mache das einfach gern, da kommen Gefühle hoch, da kann man sich ablenken und das macht einfach Freude. Am meisten gibt mir bei der Stadtmusik die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten Musik zu machen. Ich spiele nicht für mich im Kämmerle alleinig, sondern ich habe die Möglichkeit, mit anderen, die die gleiche Musik mögen, mich auszutauschen, Musik zu machen. Ein bisschen reden, ein bisschen philosophieren, ein bisschen anblödeln vielleicht, ein bisschen zusammenhocken. Ein bisschen fester gehört auch dazu und natürlich Musik machen. Ich finde es total interessant, dass jeder eigentlich verschieden ist, einen verschiedenen Charakter hat, aber doch alle was gemeinsam haben. Unser Vereinsjahr ist genauso bunt wie unser Konzertprogramm, wie unser musikalisches Programm und letztlich natürlich unsere Mitglieder. Wir haben Mitglieder zwischen 11 und über 80 Jahren. Also ich bin schon 67 Jahre bei der Stadtmusik Bregenz. Da ist immer was los, da ist immer Action, da ist jung und alt. So fühlt man sich wohl, so fühlt man sich zufrieden. Also man trifft sich auch zum Beispiel außerhalb von der Proben, weil wir im Probenlokal von der Stadtmusik üben können. Und dann kann es sein, dass man sagt, hey komm, spiel mit mir mal, spiel mir die Stelle durch. Und es muss sich keiner denken, dass er einfach schief angeschaut wird, weil er halt jeden Tag üben geht, sondern einfach, hey, das passt, du bist da, das ist cool und jetzt machen wir Musik. Und dieses Gefühl auch zum Erleben bei einem Konzert oder bei einer Ausrückung, dass da etwas Gemeinsames entsteht, das ist wunderschön. Also da ich jetzt noch nicht so lange bei der Musik bin wie andere, bin ich natürlich schon noch nervös bei so Konzerten. Man probt, übt intensiv, mehr oder weniger fleißig auf diesen einen Tag, auf diesen einen Abend. Und dann ist das ja einfach wie so ein kleines Feuerwerk an dem Abend. Nach so einem Konzert, da kann man ganz entspannt und voll gelöst rausgehen und für sich sagen, na, jetzt habe ich was Gutes gemacht. Wunderschön und unbeschreiblich.